So, ich krieg das hoffentlich einigermaßen hin, verständlich zu erklären. Wenn irgendwas unklar ist oder Fragen noch sind, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren noch tun. So, das Kantholz hier habe ich in der Hand, um später noch die Nachbarskinder zu verprügeln. Nein, Spaß, also ich nenne das einfach mal als Zeigestock. Das Programm heißt 531. Das heißt, wir haben 3 Wochen. Eine Woche sind die Hauptübungen immer mit 5 Wiederholungen, eine Woche sind die Hauptübungen mit 3 Wiederholungen und eine Woche mit 1 Wiederholung. Wenn man den Programm dann neu anfängt, der fängt etwas niedriger mit dem Gewicht an. Das heißt, ihr müsst erstmal rausfinden, was euer Maximumgewicht ist bei den ganzen Übungen. Und anfangen sollte man dann mit 95% von seinem Maximum. Das heißt, dass ihr bei den 5er, 3er und 1er Wochen auch noch mehr Wiederholungen schafft. Und das solltet ihr dann auch tun. So, hier habe ich aufgeschrieben, die erste Woche fängt an mit 3 Sätzen, jeweils 5 Wiederholungen. Und hier sind die Sätze mit 65%, 5 Wiederholungen, 75%, 5 Wiederholungen und 85%, 5 Wiederholungen. Und wenn mehr gehen, dann machen wir auch mehr, deswegen steht da ein Plus. Die ersten 2 Sätze sind so gesehen immer noch Aufwärmsätze. Vor diesen Aufwärmsätzen mache ich persönlich aber lieber auch immer nochmal einen Aufwärmsatz oder 2, wirklich dann nur mit 50% ungefähr vom Maximum. So, Woche 2 sind dann 3 Sätze und 3 Wiederholungen, 70% vom Maximum, 3 Wiederholungen, 80% 3 Wiederholungen und 90% 3 Wiederholungen, und wenn mehr gehen, machen wir auch mehr. Woche 3 sind 75% vom Maximum, 5 Wiederholungen, 85% vom Maximum, 3 Wiederholungen und 95% vom Maximum, 1 Wiederholung oder auch mehr, wenn mehr gehen. Woche 4 ist dann ein Deload, das heißt, da machen wir nur ein lockeres Training. Ich würde das als Techniktraining einfach benutzen und eben bei jeder Übung 3 Sätze, jeweils 5 Wiederholungen machen mit 40-60% vom Maximum. So, den Deload, den mache ich persönlich immer nur so alle 3 Zyklen ungefähr. Also ich mache den dann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche den. Das heißt, alle 3 Zyklen ungefähr, ja, alle 9 Wochen mache ich dann mal einen Deload. Oder eben auch nicht, wenn ich mich fit fühle. So, das Gewicht wird jeden Zyklus gesteigert. Am Anfang würde ich vorschlagen, beim Oberkörper um 2,5 Kilo zu steigern und beim Unterkörper um 5 Kilo. Das heißt, Bankdrücken und Schulterdrücken wird um 2,5 Kilo gesteigert und Kreuzheben und Kniebeugen wird um 5 Kilo gesteigert. Das wird sich natürlich später noch ändern, das müsst ihr dann für euch immer rausfinden, was ihr noch steigert. Also bei mir ist es ungefähr so, dass ich Schulterdrücken um 2 Kilo mittlerweile nur noch steigern kann. Bankdrücken um 3 Kilo, Kniebeugen 4 Kilo, Kreuzheben auch ungefähr 4 Kilo, vielleicht auch mal 5 Kilo. So, wir fangen an. Erster Tag, Montag, ist bei mir Bankdrücken als Hauptübung. Das heißt, die Hauptübung wird immer ausgeführt, in welcher Woche wir gerade sind. Als erstes fangen wir dann eben an mit der 5er-Woche. Nächste Woche ist dann 3er-Woche. Die Woche darauf dann die 1er-Woche. Dann kommt Deload oder eben auch nicht. Und dann geht es wieder von vorne los. So. Wir sind dann zum Beispiel jetzt in der ersten Woche, dann machen wir 5 Wiederholungen. Das heißt, wir machen hier Woche 1, 3x5, 65, 75, 85%. Wobei unser wirklicher Arbeitssatz die 85% dann erst sind. Und da geben wir auch dann Vollgas und machen, wenn es möglich ist, auch mehr als 5 Wiederholungen. So, hier eben dann zum Beispiel noch optional so ein Pumpsatz, Backoff-Satz, wie auch immer, mit ein Satz, 8 Wiederholungen oder halt eben so viel gehen. Dann nehme ich halt meistens einfach irgendein leichteres Gewicht und mache einfach nochmal so viel Wiederholungen, wie ich raushauen kann. So, zweite Übung ist dann Rudern, vorgebeugtes Rudern. Hier habe ich 5x5 aufgeschrieben. Dritte Übung, Frontdrücken oder Schulterdrücken. Machen wir Schnellkrafttraining zuerst, also explosiv 6 Sätze, 3 Wiederholungen,
mit 50% vom Maximum. Da kann man auch mal immer variieren. Es sollte zwischen 40 und 60% vom Maximum immer liegen, das Gewicht. Nach dem Schnellkrafttraining machen wir dann noch 3x8 mit 80% vom Maximum. Die Dips als vierte Übung ist eher eine optionale Übung. Mache ich zum Beispiel auch eben so, wenn ich mich fit fühle und auch kann, dann mache ich die. Wenn ich mich scheiße fühle, mache ich sie nicht. Und führt man dann auch eben ungefähr so aus wie beim Rudern. So, ihr merkt schon, so wie ich den Plan ausführe, ist das halt sehr darauf ausgelegt, wie man sich fühlt und wie man mit der Regeneration hinkommt. Und da solltet ihr aber, wenn ihr jetzt gerade anfangt, dann müsst ihr euch da nicht groß Gedanken machen, sondern macht den Plan einfach so, wie ich ihn euch hier aufgeschrieben habe. Dann kommt ihr da mit Sicherheit hin. Und umso erfahrener ihr seid, umso mehr werdet ihr automatisch merken, wo ihr mal mehr und mal weniger machen könnt und eben ein bisschen gucken müsst dann, wie ihr mit der Regeneration hinkommt. So, wir machen weiter mit dem zweiten Tag. Das ist bei mir der Mittwoch. Da fangen wir erstmal an mit Power Cleans. Das ist eine Schnellkraftübung. Wird ausgeführt mit 6 Sätzen. 3 Wiederholungen jeweils und 50% vom Maximum von eurem Kreuzheben. So, und zur zweiten Übung ist dann das Kniebeugen. Unsere Hauptübung, wo der meiste Fokus dann drauf liegt an dem Tag, wird im 5-3-1-Prinzip ausgeführt, so wie es hier oben beschrieben ist. Optional dann wieder 1x8 oder auch 1x10 mit irgendeinem Gewicht, einfach so aufdrücken, wie es geht. Dritte Übung, Kreuzheben. Wird dann 3x8 mit 80% vom Maximum ausgeführt. Und als vierte Übung können wir noch den Bauch machen. Bauch mache ich zum Beispiel auch, ehrlich gesagt, recht selten. Der wird schon wirklich viel mittrainiert bei allen Übungen. Und ich habe zum Beispiel gerade nach dem Kreuzheben oft auch Bauchmuskelkater. Okay, unser dritter Tag, Freitag. Frontdrücken als Hauptübung im 5-3-1-Prinzip, eben wieder wie hier oben beschrieben. Optional irgendein leichteres Gewicht nehmen und ungefähr eben 8 Wiederholungen drücken oder so viel wie gehen. Zweite Übung, die Klimmzüge. Habe ich hier auch 5x5 aufgeschrieben. Als dritte Übung haben wir dann das Bankdrücken. Wird erst explosiv, also Schnellkrafttraining gemacht. 6 Sätze, 3 Wiederholungen mit 50% vom Maximum. Anschließend machen wir dann 3x8. Mit 80% vom Maximum. Vierte Übung sind dann Bizeps Curls. Mache ich zum Beispiel so gut wie nie. Wer Lust hat, kann das aber dazu nehmen. So, der vierte Tag ist der Samstag. Machen wir erstmal Boxsprünge. Werden explosiv ausgeführt mit 6 Sätzen und 3 Wiederholungen. So, als nächstes kommt unsere Hauptübung, Kreuzheben. Machen wir im 5-3-1-Prinzip, wie hier oben beschrieben. Optional wieder ein Satz oder auch mal 2 Sätze mit 8 Wiederholungen oder mehr Wiederholungen, also mit irgendeinem beliebigen Gewicht. Und das einfach so oft ziehen, wie es geht. Dritte Übung, Kniebeugen. 3x8 mit 80% vom Maximum. Und wer kann, Lust hat, wie auch immer, kann dann eben noch den Bauch machen. Beim Bauch braucht man sich nicht groß irgendwelche Übungen ausdenken. Am sinnvollsten finde ich da einfach ganz normale Sit-Ups, nehme ich zum Beispiel eine Schräge und mache da Sit-Ups mit Zusatzgewichten mit 2 Kurzhanteln in der Hand. So, das war es dann erstmal zur Ausführung und Aufbau des Programms. Zum Schluss möchte ich euch noch erzählen, warum wir gewisse Sachen machen und was die Sachen eben bringen.